Hi Leute, ich bin's Albert von wpr.de und in diesem Video werfen wir einen Blick auf die Windows 10 Smartphone Build 10149. Die hat Microsoft gestern Nacht erst ausgerollt und wir haben das natürlich jetzt auf unserem Lumia 535 installiert. Ich hatte es vorher immer wieder auf dem Lumia 520 getestet, aber mittlerweile habe ich einfach keine Geduld mehr dafür. Das Update ist wirklich sehr langsam und auch sehr unzuverlässig. Und jetzt probiere ich das mal auf dem Lumia 535 mit etwas besserer Hardware. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal rein. Und als erstes, was ihr hier gleich erkennen könnt, ist, wenn man den Lockscreen eben entsperrt, dann gibt es gleich eine neue Animation, wie die Live-Tiles eben quasi auf den Startscreen herauffliegen. Und generell gibt es einige Veränderungen am User-Interface und auch am Design von Windows Phone. Jetzt haben wir bekannterweise auch die Live-Tiles etwas enger am Startscreen, aber das ist schon seit den letzten Builds so. Die größte Änderung befindet sich jetzt eben bei der App-Liste und wenn man die jetzt öffnet und hier auf eine dieser Zahlen bzw. Buchstaben geht, dann bekommt man eben diese Apps in alphabetischer Reihenfolge, wie schon bekannt von Windows Phone. Allerdings sind diese jetzt nicht mehr mit der Live-Tile-Farbe unterlegt und nehmen auch nicht das ganze Display ein, sondern sind jetzt mittig positioniert. Könnte daran liegen, dass die Auflösung noch nicht ganz für das Lumia 535 optimiert ist. Oder es bleibt auch so, sieht auf jeden Fall deutlich schlichter aus und ist auch sehr schön, finde ich. Wenn man es jetzt mit der Windows Phone 8.1 App-Liste vergleicht, ja, dann ist das schon etwas schlichter und auch meiner Meinung nach sehr viel schöner. Und weitere Änderungen befinden sich eben noch hier in der Benachrichtigungsleiste, die man hier hoffentlich nach unten ziehen kann. Wenn man jetzt eben die Leiste von oben nach unten, also zweimal runterzieht, dann bekommt man eben die Quick Settings sozusagen, also die quasi die Aktionsleiste, wo man einige Einstellungen vornehmen kann. Beispielsweise kann man hier den Flugzeugmodus einschalten, die Kamera, die Helligkeit ändern, den Stromsparmodus einschalten. Und hinzugekommen ist eben auch nun in Windows 10, dass man die Taschenlampe einschalten kann. Also das funktioniert jetzt ganz gut. Und auch eine Notiz aufschreiben kann. Allerdings muss man dazu noch eine App aus dem Windows Phone Store bzw. aus dem Windows Store herunterladen. Ich denke, in nächster Zeit wird dann auch OneNote als Standard-App hier hinzugefügt werden. Das heißt, dass man auch direkt eine Notiz in OneNote hinzufügen kann, wenn man hier drauf drückt. Und ja, als nächstes haben wir dann die Kamera. Die schauen wir uns jetzt auch gleich mal an. Und wenn man jetzt eine App startet, ihr habt es gerade vermutlich gesehen, dann sieht man eben eine neue Animation, wie die Apps eben geöffnet werden. Und zwar wird eben, jetzt können wir es gleich nochmal sehen, weil die App abgestürzt ist, quasi wird in die App reingezoomt, beziehungsweise mitten in den Startscreen reingezoomt. Und ja, wie sieht das jetzt aus? Die Kamera-App erinnert sehr stark an die Lumia-Kamera, das kennen wir schon von vorherigen Builds. Und ja, unten haben wir dann wieder die bei dem Punktemenü eben die Einstellungen, den Selbstauslöser, die Belichtungsreihe und zusätzliche Fotoeinstellungen. Die sind dann jetzt transparent über dem Bild. Erinnert auch ein bisschen an gewisse Kamera-Apps unter Android. Und hier kann man dann die Einstellungen vornehmen und gleichzeitig eben live das Bild im Hintergrund sehen, was man eben gerade aufnimmt. Und ja, ansonsten hat sich sehr wenig verändert. Die App sieht auch bisher wie bekannt aus eigentlich. Und ja, ansonsten gibt es auch keine größeren Änderungen hier zu sehen. Und ja, Microsoft hat noch angekündigt, dass sich die Fotos-App verändert hat. Deswegen sehen wir uns auch die noch etwas genauer an. So, die sieht jetzt wie folgt aus. Weiterhin oben links haben wir das Hamburger-Menü, ist eben auch bereits bekannt. Dann oben rechts können wir Fotos eben auswählen und dann markieren und eben löschen und so, oder weiterteilen. Und wenn man hier auf das Hamburger-Menü geht, dann haben wir hier einerseits die Sammlung. Das heißt, hier werden dann sämtliche Fotos geordnet nach Aufnahmezeit angezeigt und in den Alben sind einfach die bisherigen Ordner. Hier haben wir eigene Aufnahmen, gespeicherte Bilder und Screenshots eigentlich. Und ansonsten hat sich hier eigentlich wirklich nichts verändert, auch bei der Anzeige der einzelnen Fotos sieht das jetzt eigentlich genauso aus wie bisher. Das heißt, wenn man einmal drauf drückt, bekommt man hier die weiteren Optionen. Hier haben wir dann Teilen, Bearbeiten und Löschen. Zudem kann man hier jetzt Dateiinfos aufrufen, wie auch in der Windows 10 App.
also am Computer. Das heißt, hier haben wir den Dateinamen, das Aufnahmedatum, die Auflösung, den Dateityp und auch die Größe des Bilds und auch wo das Bild eben gespeichert ist und in meinem Fall eben auf der OneDrive. Und dann können wir das Foto weiterteilen. Das sieht dann so aus. Die App-Icons sind nun etwas größer und auch Outlook ist nun dazugekommen, hat aber jetzt noch auch keinen sehr lesbaren Namen. Und hier kann man einfach das Foto dann weiterleiten an ein beliebiges soziales Netzwerk. Ja, das war's von der Fotos-App. Dann schauen wir mal weiter, was es so noch sonst Neues gibt. Und was ich bisher noch nicht unter die Lupe nehmen konnte, das war eben die Karten-App. Weil sie beim Lumia 520 einfach nicht starten wollte. Deswegen haben wir es bisher bei den vorherigen Videos ausgelassen. Deswegen starten wir die und schauen uns die gleich mal an. Auch hier hat sich sehr viel verändert, wenn man die App mit den Windows Phone 8.1 Apps vergleicht. Also hier haben wir wirklich sehr viele große Änderungen. Und jetzt warten wir mal ab, bis das geladen ist. Hier haben wir uns vorher Aachen angesehen. Deswegen haben wir hier gleich den Dom in der Mitte. Und was wir hier sehen bei der App ist, ganz oben haben wir die Suche, dann daneben links haben wir das Hamburger-Menü mit den einzelnen Menüpunkten, unten dann die Einstellungen und die Account-Einstellungen auch. Und wenn wir hier oben rechts dann draufdrücken, dann können wir eben Städte in 3D betrachten. Das sieht dann so aus. Funktioniert ganz gut. Dürfte vielleicht einige Probleme geben bei der Darstellung, wie wir es von Apple Maps gekannt haben oder noch immer kennen, und sieht derzeit ganz zuverlässig aus, läuft auch ganz schön flüssig, und hier kann man auch den Kartentyp verändern, das heißt ein Verkehrsbild oder ein Luftbild nehmen oder dann auch, wie wir es hier vorher hatten, also eine ganz normale Straßenkarte. Und hier sieht dann die 3D-Aufnahme vom Dom auch ganz spannend aus. Etwas unscharf ist das Ganze noch, aber funktioniert ganz zuverlässig und auch ganz flüssig, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass es hier noch eine Preview ist und das Betriebssystem erst in, ja, vielleicht einem halben Jahr erst rauskommt. Okay, das war's von der Karten-App. Dann schauen wir mal weiter, was es noch so Neues gibt unter Windows Phone. Ja, Microsoft Edge ist nun vorhanden und der heißt jetzt auch tatsächlich Microsoft Edge und nicht mehr Project Spartan. Und ja, was die größte Veränderung ist, ist im Vergleich eben zur bisherigen App, die Navigationsleiste bzw. überhaupt die Adressleiste ist jetzt unten im Display und nicht mehr oben. Und das freut mich persönlich sehr, weil ich einfach beim Browser von Windows Phone wirklich den größten Vorteil darin sehe, dass eben die Navigationsleiste unten ist und man nicht jedes Mal nach oben greifen muss oder nach oben scrollen muss wie unter Android. Ja, hier haben wir dann den Neuladen-Button, die Adressleiste und auch die Ansicht der einzelnen Tabs. Die hat sich im Vergleich zum Project Spartan, also bei den vorherigen Builds von Windows 10, nicht verändert. Und im Grunde hat sich wirklich nur der Name verändert. Und deswegen sind auch die Favoriten nicht mehr gespeichert, die wir zum Beispiel in den bisherigen Builds gespeichert hatten unter Project Spartan. Aber man muss auch sagen, ich hatte den Browser wirklich nicht dazu verwendet, also nicht, wirklich nicht produktiv verwendet in irgendeiner Weise. Und deswegen hatte ich auch eigentlich keine Favoriten oder Lesezeichen gespeichert. Und ansonsten hat sich bei Microsoft Edge wirklich nicht viel verändert. Sieht auch sehr ähnlich aus wie Project Spartan, nur dass nun die Navigationsleiste bzw. die Adressleiste unten ist, was mich persönlich wirklich sehr freut. Ja, und das war es auch schon von Windows 10 und eigentlich gibt es im Vergleich zur vorherigen Build wirklich nicht viele Neuerungen, zumindest von den Features her, wenn man jetzt von der Taschenlampe und von der Notizfunktion in der Benachrichtigungsleiste absieht, dann gibt es eigentlich wirklich nichts Neues. Das Layout hat sich nun verändert und auch das Design. Es ist alles viel flacher, wurde auch an die PC-Version von Windows 10 angepasst. Und etwas konsistenter ist das Design jetzt schon. Vor Microsoft liegt noch eine Menge Arbeit, denn diese Build ist noch sehr instabil, auch auf dieser stärkeren Hardware, wo ich eben erwartet hatte, dass es etwas besser funktioniert, eben auf dem Lumia 535. Da habe ich mich geirrt, ist noch immer sehr instabil und ich empfehle es weiterhin nicht auf einem Produktivgerät einzusetzen. Es gibt noch immer auch keine Bild für den Slow Ring. Auf den sollten auf jeden Fall Nutzer warten, die das Smartphone dann auch produktiv einsetzen wollen.
Bis dahin ist wirklich von der Installation abzuraten. Es ist sehr instabil, stürzt mehrfach ab. Die Apps sind auch kaum nutzbar und es ist wirklich nur etwas für das zweite oder dritte Smartphone, worauf man eben im Alltag verzichten kann. Ja, das war's auch schon von mir und von der Windows 10 Mobile Technical Preview in der Build-Version 10149. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.